Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Grim Dawn, wo wir wieder voll mit dabei sind mit unserem hart sexy Rambo Stirnreifen. Holy shit, sehen wir kacke aus. Aber gut, das ist, glaube ich, das Schicksal aller Low-Level Grim Dawn Charaktere. Wir sehen immerhin jetzt mit dem Schulterpanzer nicht mehr ganz wie der letzte Penner aus, sondern eher so ein bisschen wie aus Mad Max, auch gerade mit dieser Keule, die so ein bisschen aussieht, als hätte sie Zahnräder dran. Der Haarreifen passt nicht ganz so dazu, aber nun ja, irgendwo muss man ja immer Abstriche machen. Irgendwas ist ja immer. So, ich muss mich erstmal wieder orientieren. Ach genau, wir waren zuletzt wegpunkttechnisch hier irgendwo gelandet, genau, in Soros Bastion. Wo wir unfassbar viel Kram machen mussten. Wir konnten zu den Leuten nicht rein, aber wir... Wer oder was ist das? Haben wir mit dem schon gesprochen? Hey, du. Ja, dich meine ich. Oh, möchtest du ein A kaufen? Nicht so, schade. Gut, dann... Ach, guck mal, hier ist schon der Bloodgrove. Na, das ist ja... Grovig. Oh, die sind hier auf jeden Fall alle total mein Level. Das geht klar. Ach, die gehören alle noch mit zu mir? Gott, ich bin verwirrt. Aber gut, wenn die so einen roten Nobs über dem Kopf haben, sobald der Briarthorn wieder seinen Hustenanfall hat, dann gehören die wohl offensichtlich zu mir. Oh, da fällt mir ein. Neue Session. Erstmal Pets auf aggressiv setzen. Abgesehen davon kommen wir hier auch noch runter. Ich will eh noch gar nicht im Bloodgrove weiter. Wir müssen erstmal total hier klarkommen. Gott, mit diesen ganzen Viechern drumherum, also mit den ganzen Nekromanten, nein, wie heißen die denn, mit den ganzen Todeswache-Leuten drumherum, ist das ein bisschen verwirrend. Aber wir gehen jetzt einfach mal bei der Todeswache rein, müssten wir ja eh machen. Und gucken mal, was die so für uns parat haben. Okay, bei denen scheint auf jeden Fall ein bisschen mehr los zu sein, allein so gebietstechnisch. Okay, wenn wir daheim müssen, gucke ich eben doch nochmal ganz kurz hoch. Ja, ganz ehrlich, drüben bei den anderen war halt so, nö, hier ist halt die Tür, du kommst hier nicht rein. Und dann war auch schon wieder Schicht im Schacht vorbei. Ja, gut, die haben hier noch dieses kleine Plateau, aber nun ja. Das ist jetzt auch nicht wirklich viel mehr. Erstaunlich, dass wenn die sich nicht mögen, die so direkt nebeneinander kampieren. Das ist schon so, solltet ihr nicht so an entgegengesetzten Ecken des Landes eure Hauptbasisgebäude haben, aber nun ja. Soll nicht mein Problem sein. Holy shit, hier ist richtig viel los. May the Specter of Death guard your path. Komm, komm, es gibt viel zu tun. Wenn du an der Seite des Ordens der Todeswache kämpfen willst, musst du dich erst bewähren. Zeig uns, dass du den Tod nicht fürchtest und wir werden dir seine Geheimnisse zeigen. Okay, alleine dafür krieg ich schon mal 8000 XP. Eines unserer bekanntesten Mitglieder, Mal'Kadar, der der Hüterin untersteht, meine Güte, was für eine Formulierung. Mal'Kadar, der der Hüterin untersteht, wurde kürzlich durch einen ketonischen Hinterhalt getötet. Jetzt befinden sich seine Überreste irgendwo im Bloodgrove, wo auch sonst, im Besitz der Kultisten. Eine Seele wie Mal'Kadar können wir nicht verlieren. Die Hüterin hat beschlossen, das Ritual der Auferstehung an dem verehrten Nekromanten durchzuführen. Es liegt an dir, mein aufstrebender Eingeweihter, dich in den Bloodgrove zu wagen und Mal'Kadars Überreste wiederzufinden. Natürlich, wir kramen für euch auch noch eine Leiche aus dem Wald. Überhaupt kein Ding. Wir müssen ja eh in den Wald, von daher... Okay, Bloodgrove, aha, Bloodgrove, Bloodgrove, Bloodgrove. Gut, wir müssen für alle Quests in Bloodgrove. Ich bin mir noch nicht sicher, wo wir als nächstes hingehen. Aber ich würde sagen, in Bloodgrove. Alter, ich will nicht mal die Trulle ansprechen. Geh mal weg. Kann das was? Schaden, Schaden, Raffinesse? Nein, weg. Guck
kurz den Spaß hier lesen. Nein, nicht sortieren. Zusammenfügen wollte ich, aber da ist alles zusammengefügt. Das ist sehr schön. Wobei, lass mich eben noch mal kurz kicken. Hast du jetzt auch nicht unbedingt das spannendste Zeug? Okay, du offenbar auch nicht. Ihr seid alle Low-Bob-NPCs, die nichts von mir wollen. Das ist okay. Wo geht's denn? Irgendwo geht's dahin. Was wir aber nicht jetzt rausfinden werden, bedauerlich. Kopfgeldtisch haben die natürlich auch. Aber da brauchen wir noch gar nicht dran gehen, weil dafür mögen die uns noch gar nicht genug. Ich glaube, wir müssen die mal auf ein Bier einladen oder auf einen kleinen Kaffee. Oder vielleicht auf eine Runde Cupcakes oder Donuts. Ich glaube Donuts, das ist eher so die Sache. Warum laufe ich auf diesen Berg hoch? Ich bin schon ein bisschen verpeilt. So, wenigstens kommen wir von dem Wegpunkt da relativ zügig hin, das ist ganz angenehm. Ja gut, dann gehen wir mal in Bloodgrove, wa? Schon irgendwie... Ich muss bei Grove immer an Angel Grove denken. Und wer sich jetzt denkt, so, Alter, Angel Grove, was, woher kenne ich denn Angel Grove? Alter, das ist der verkackte Ort von den Power Rangers. Die High School von Angel Grove. Grove heißt übrigens nichts anderes als Hain oder Wald oder Gehölz. Von daher ist es halt einfach der Blutwald, wenn man so möchte. Find's aber schön, dass sie es nicht übersetzt haben. Ich finde, Bloodgrove klingt auch... Ich finde, es gibt so ein paar Sachen im Englischen, die klingen einfach gut. Und Grove gehört definitiv mit dazu. Auch wenn ich es jetzt vermutlich immer noch hart Deutsch ausspreche. Aber Grove geht definitiv. So, es ist natürlich super, dass wir hier Menschen haben, die auf unserer Seite sind und Menschen haben, die nicht auf unserer Seite sind. Wie soll ich denn das bitte auseinanderhalten, mal ganz ehrlich? So ist ja... Ich meine, okay, die einen tragen halt schwarze Sachen, die anderen jetzt nicht unbedingt. Die anderen tragen eher so braunes Gedöns, aber mal im Ernst. Das ist doch hier... Also ganz ehrlich. Einer der wenigen Kritikpunkte, manchmal lassen sich die... Monster ein bisschen schwer von... Ja, super, vor allem tragen die jetzt auch schwarz. Manchmal lassen sich die Monster einfach ein bisschen schwer von Verbündeten unterscheiden. Das ist so... Nicht immer so richtig gut gelaufen. Oh, ein Steinaltar, hallo. Will ich, glaube ich... Na gut, Boiling Blood können wir nochmal mitnehmen. Den Rest will ich, glaube ich, nicht haben. So, dann hätten wir schon 2 von 5. Wir gehen hier erstmal an der linken Seite, ne? An der Westküste quasi lang. Ich weiß, da drüben lag schon wieder was, aber ich laufe hier jetzt erstmal so ein bisschen die Outline ab und dann gucken wir mal weiter. Wahrscheinlich kommt auch hier... Ich wusste es. Gerade sagen, wahrscheinlich kommt auch hier wieder irgendein Teil, wo man denkt, ach, da kommt man nicht weiter. Und dann geht's doch. Und gut, in dem Fall war es jetzt nur das kleine Eckchen da, aber... richtigen Riecher gehabt. Gott, wie komme ich denn jetzt da hin? So. Wer? Du bist das, okay. 3 von 5 Insignien. Oh, wer bist du denn? Ignatius. Brennt. Ist das sein Nachname oder ist er so richtig on fire? Ich bin mir noch nicht so sicher. Du musst auf jeden Fall erstmal richtig aggro. Sonst wird das hier nichts. Warum schlage ich eigentlich selber noch zu? Das ist, ich habe das doch gar nicht nötig. Adeptenhandschuhe. Blessed Steel. Nehmen wir alles mit. Außer den Searing Amber. Der kann da gerne liegen bleiben. Gott, da ist auch noch total viel. Ist das beides noch? Nee, das ist irgendwas mit Salat. Ein letzter Salat. Ein letzter Salat ist... Da klicke ich bei Gelegenheit mit drauf. Erstmal... Ach, guck mal.
Inugaru, Terror der Leere. Void Terror klingt... Na egal. Lassen wir das. Alter, irgendwas haut hier mächtig rein. Ich sollte mal ein paar Meter weggehen. Und ich sollte vor allem mal den Briarthorn nachcasten. Hat sich mein Handy gerade beschwert oder war das irgendwas im Spiel? Ich bin mir nicht sicher. So, da geht er dahin. Ach, okay, weil wir hier zwei Dicke haben und ich wundere mich die ganze Zeit schon, was hier eigentlich schief läuft. So. Gut, dann hauen wir eben selber noch mit drauf. Vor allem castet er die ganze Zeit irgendwelche Viecher, das ist ein bisschen assi. Kann er das nicht machen? Also ich meine, er castet die ganze Zeit Viecher, die ihn beschützen und hält dazu noch viel aus. Das ist ein bisschen übertrieben. My energy is low. Ach Gott, ernsthaft? Trink halt so einen scheiß Trank. Bitch. Wo ist er denn jetzt? Immerhin gut die Hälfte. That skill's not ready. Ja. Ich merke das schon. So, einmal hier. Alter. Da haut aber auch alles ordentlich rein. Nicht ganz so geil. So, ich hätte ganz gerne dich und dich. Skills not ready. So, dann den Urgeist wieder dazu. Alter, diese Masse an Viechern drumherum ist echt ein bisschen... Also an sich wäre der halt überhaupt kein Thema, ne? Aber... Dieser Haufen an Pets ist ein bisschen... Übertreibt's, finde ich, ein bisschen. Vor allem kann ich da auch nicht wirklich... Alter. Ja. Auch nicht wirklich nah ran. Vor allem heilt er sich durch irgendwas immer wieder und ich weiß nicht durch was. So, können jetzt bitte... Ja, fick doch, das... So, da dachte ich mir, okay, drücke ich einmal irgendwie F1, damit die Pets bitte alle den angreifen und in dem Moment werde ich natürlich umgelascht. Weil ich ganz kurz auf die Tastatur gucken musste, nicht, dass ich irgendeine andere Taste treffe. Dreck. Da ist auf jeden Fall noch ein Schrein, gut zu wissen. Aber Alter, der hält ganz schön was aus. Nervt ein bisschen, der Typ. Mal gucken, ob wir den jetzt platt kriegen. In der Hoffnung, dass er nicht wieder voll geheilt ist. Ärgerlich. Wie viel Tod ist das? Steht doch hier bestimmt irgendwo in der Statistik, oder? Ja, was mache ich denn da? So. Das wieder an, das wieder an. Nee, da wollte ich hin. Bestimmt hier irgendwo mit bei. Nicht? Steht das hier direkt mit bei? Nee, hier auf jeden Fall nicht. Schaden pro Treffer, Charakter, steht das hier mit bei? Das ist aber alles nur Schaden und so Gedöns, Tode. Kreaturenboni, es gab auf jeden Fall bei, was bei, ja, bei Titan Quest gab es auf jeden Fall die Anzahl getötete Monster und Anzahl Tode und so und hier unten wahrscheinlich. Der dritte, okay. Krass, schon fast 17.000 getötete Monster. Und einfach mal fast 23 Stunden Spielzeit. Nun ja. So, ich gucke erst noch mal ein bisschen hier unten rum.
eigentlich gar nicht so viel Bock auf den Typen da oben, wenn ich ehrlich bin. Nervt mich jetzt schon ein bisschen, ne? Vor allem wüsste ich eben auch gerade nicht, was ich anders machen sollte. Das war eben so der Punkt. Also ist jetzt nicht, dass ich da mit irgendeiner tollen anderen Taktik rangehen könnte. Außer mich selber vielleicht ein bisschen mehr raushalten, aber das bringt es eben auch nicht so richtig, wenn wir ehrlich sind. Muss gucken, muss man irgendwie rausfinden, woher der seine Heilung bezieht. Ob wir das dann vielleicht einfach unterbinden können, weil wir hatten ihn ja fast. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es massiv scheiße gelaufen wäre. Es hat ja am Ende einfach nicht mehr richtig viel gefehlt. Nur dieses, ich ziehe mir hier nochmal 1000 Hitpoints her und da nochmal 50 Hitpoints her und hier nochmal 250, das war so, nee. Hallo, Rover? Keine Rover? Bleib zurück, wir müssen eine Übernommene verbrennen. Wir haben diese Übernommene dabei erwischt, als sie versuchte, ätherische Magie anzuwenden. Wollte wahrscheinlich die ganze Gegend mit ihrer abscheulichen Ätherfeuer verderben. Also banden wir sie fest und dachten uns, wir geben ihr ein wenig von unserem eigenen Feuer. Der einzige sichere Weg, diese Verderbnis loszuwerden. Okay, wir sprechen zuerst mal mit ihr. Bist du hier, um dich an Nathaniels Preis zu weiden? Willst du mir in die Augen sehen, bevor du das Feuer entzündest? Es ist wohl Zeitverschwendung, dir zu sagen, dass ich keine Übernommene bin, oder? Okay, warum... mir egal, wir verbrennen sie direkt. Nein, wir fragen erstmal. Diese Bauern sehen Ätherfeuer und denken sofort, dass das das Werk eines Ätherischen sein muss. Seit Jahrhunderten beherrschen Arkanisten den Äther, aber heutzutage kannst du dir ebenso gut eine eigene Schlinge binden, wenn du ein Anwender des Arkanen bist. Woher weiß ich, dass ihr die Wahrheit sagt? Sie starrt mich an und durchbohrt mich mit ihrem Blick. Vielleicht, weil ihr alles besser wissen solltet, als Leute der Besessenheit zu beschuldigen? Ich rede mal mit Nathaniel. Nicht, dass das viel helfen wird, aber... ich bin nicht davon überzeugt, dass sie... Moment... Nein, bin ich in der Tat nicht. Seht ihr an, eine Ätherische, wie sie leibt und lebt. Wir haben gesehen, bla 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 bla. Es gibt keine Beweise. Ah, jetzt verstehe ich. Ach Gott. Ja, tut mir leid. Wenn du dumm bist, musst du leider sterben. Ja, für eine Weile dachte ich, wäre so gut wie tot. Vielen Dank für eure für meine Freiheit. Wie hat Nathaniel euch reingelegt? Vorhin habt ihr mich angestarrt, als wüsstet ihr alles über mich. Ein kleiner Trick, den ich mir angeeignet habe. Du solltest daran arbeiten, deine Gedanken zu blockieren. Nicht alle Gedankenleser sind so gütig wie ich. Dennoch, du bist auch kein Übernommener, obwohl die Nachwirkungen auf deinen Verstand erstaunlich sind. Es ist so, als hätte der Ätherische dein Gehirn neu geordnet. Schwer zu sagen, wie ich das meine. Vielleicht solltest du denjenigen fragen, der dir das angetan hat. Sie müssen mich am Kessel gesehen haben, haben mein Äther glühen gesehen und haben ihre eigenen verrückten, voreiligen Schlüsse gezogen. Sie waren... Ja, bla bla bla. Okay, dafür kriegen wir... Na toll, Nebenhand-Item, danke für nichts. Aber zumindest 5000 XP. Hm. Ach Gott, ist das schon wieder... Wo kommen denn hier die ganzen dicken Monster her? So, da geht er dahin. Was auch immer ich gerade eingesammelt habe, keine Ahnung. So, dich nochmal, was ist das? Oh, wir brauchen in der Tat noch Teile davon, richtig. Da waren wir ja noch gar nicht mit fertig. Okay.
drüben war natürlich auch noch das katonische Rift. Morton's Claim? Oder mussten wir auch irgendwas machen, oder? Ich weiß nur nicht mehr. Fangen wir bauen im Bloodgrove, das im Bloodgrove. Driver's Mill. Irgendwas sagt mir Norton's Claim, ich weiß nicht warum. Da oben ist auf jeden Fall irgendwer. Hallo Fremder, du siehst gar nicht aus wie ein Kultist. Was führt einen so gut bewaffneten Abenteurer hier ans Ende der Welt? Ich bin hier, um den Kult von Cortona aufzuhalten. Das ist, ja, sagen wir mal. Welch nobles und tollkühnes Vorhaben. Nachdem ich durch den Grim Dawn Fest saß, beanspruchte ich diese Höhle für mich. Aber die Natur hat wohl stattdessen entschieden, dass ich hier draußen sterbe. Vor nicht einmal einem Tag brachte ein Erdrutsch den Eingang zum Einsturz. Meine ganze Nahrung und Habseligkeiten befinden sich darin. Brauchst du Hilfe? Du bist wahrlich ein Geschenk des Himmels, Fremder. Wir werden Dynamit brauchen, um den Weg frei zu machen. Du hast nicht zufällig eins, oder doch? Ich habe ein Dynamit dabei. Eins. Eins Dynamit habe ich dabei. Ausrufezeichen 1.11. Wenn nicht, gibt es vielleicht etwas in den Minen oder beim Händler in Homestead? Wenn du mir ein wenig davon bringst, können wir den Felsen... Ja, bla bla bla, quatsch mir nicht voll. Habe ich Dynamit? Habe ich. Tritt zurück, gibt mir keine Gelegenheit zurückzutreten, sondern, naja. Sprengt direkt den Kappes weg. Die Knochengrube. Das, klingt nach einem großen Spaß. Warum bist du schon hier drin? Ich muss mich für den Trick entschuldigen, aber leider kann ich nicht sehr weit von... Kann ich mich nicht sehr weit von meinem Grab entfernen? Was? Du wirst mit der Gewissheit sterben, dass ich dich genieße, während ich dir deinen Lebensatem aussauge. Das ist sogar eine Frau. Hinterlistige Schlampe! Ja, finde ich gut. Moment. Seit Jahrhunderten suche ich diesen Waldheim und... Zehre an der Lebenskraft ahnungsloser Narren wie dir. Meine Höhle wurde immer wieder verschlossen, aber dank der naiven Betrogenen wie dir oder den gierigen Goldsuchern, die mich zuletzt aufsuchten, wird sie immer wieder entdeckt. Was erhoffst du dir von mir? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. So, Bitch, Schmerz? Nein, stirb, wollte ich sagen. Alter, nimmt die überhaupt Schaden? Kann sich die hässliche Birch die ganze Zeit wieder heilen? Ist ein bisschen dreist, oder? Ah, geht. Langsam, aber geht voran. Nicht ganz so viel Schaden machen würde, wäre das deutlich angenehmer. Wo ist sie denn jetzt? Ach, da. Alter! Okay, ich sollte auf jeden Fall nicht in der Nähe stehen bleiben oder nicht in der blauen Grütze. Eins von beiden, ich bin mir nicht so sicher. Ja, ja. Komm, ich caste die einfach gleich neu. Oh, wenn das jetzt auch wieder so ewig dauert, ne? Ja, ist doch Grütze. So wird das halt nie was. Müsst du irgendwas fluchen können, was Heilung bei Monstern verhindert? Das wäre traumhaft. Weil so sitzen wir da halt nächste Woche noch dran. Ganz ehrlich, das macht doch so keinen Spaß. Ja, na klar, halt dich halt wieder voll. Das ist schon völlig okay. Ich habe ja auch nichts Besseres zu tun. Oh, weißt du was? Fick dich halt. Geh ich halt wieder. Pff, da drin stehen. Mir doch egal. Ich komme mal anders wieder. Unglaublich. Mal im Ernst, diese ganze Heilerei ist schon irgendwie nicht so geil. Also vor allem, weil ich halt nichts dagegen machen kann. Offenbar.
außer deutlich mehr Schaden, was aber leider gerade nicht der Fall ist. Schon irgendwie nicht so der Knüller. Finde ich ein bisschen ungeil. Vor allem haben wir gleich das gleiche Problem nochmal. Das ist so, irgendwie. Mehr. Ich glaube, ich brauche erstmal eine kurze Pause. Von daher erstmal danke fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch. Und bis zur nächsten Folge. Macht es gut, haut rein und tschüss.